Ja, hallo zusammen, mein Name ist Andy und dieses Video hier soll einmal ganz kurz und knapp wieder ein kleines Update für meinen Kanal beinhalten. Dafür habe ich mich mal wieder gezwungen, eine Runde Battlefield 4 zu spielen. Ich wollte zwar eigentlich mit Armor hinterlegen oder mit irgendeinem anderen Kram, aber dann ist mir da doch nichts eingefallen und dann dachte ich mir, das ist vielleicht langweilig und ja, dann habe ich halt das gemacht. Auch gut. Ich habe so 1, 2, 3, 4 Punkte mir aufgeschrieben, die ich hier mal kurz runterrattern möchte. Und ja, wir fangen am besten mal am Anfang an. Und am Anfang steht bei mir Sommerpause. Und das Ganze hat auch den Hintergrund, dass momentan gutes Wetter ist. Und ja, bei gutem Wetter, da ist man ja weniger drin, sondern mehr draußen. Und dementsprechend leidet da auch meine Spielzeit drunter. Aber das finde ich persönlich gar nicht schlimm, denn irgendwann wird es auch wieder kalt und dann gibt es wieder mehr Videos. Das Ganze wird es auch nicht irgendwie einen Monat oder so dauern, aber ich denke mal so zwei Wochen in dem Dreh werde ich mir dann schon noch Zeit nehmen, bis ich dann wieder aktiv irgendwas in der Richtung gestalten werde. Dementsprechend, ja, ist halt einfach so. Liegt auch ein bisschen mit daran, dass aktuell sehr, sehr viele andere Leute auch wenig spielen und insbesondere auf unserem kleinen altes Live-Server macht sich das dann bemerkbar, wenn die Spielerzahlen ziemlich in den Keller gehen und ja, ich kann ja nur interessanten Content liefern, wenn auch tatsächlich was los ist und wenn ihr mir dabei zugucken wollt, wie ich 3 Stunden lang mit meinem Polizeiauto durch die Gegend fahre, das wäre, denke ich, mäßig interessant und dementsprechend, ja, gibt es da momentan weniger, was aber nicht heißt, dass ich gar nicht mehr zocke, also ich spiele aktuell recht viel, wenn ich spiele DayZ Overpoch. Das ist ein Hybrid aus DayZ Epoch und DayZ Overwatch. Heißt im Prinzip Bausystem von DayZ Epoch, so wie man es kennt, modular, richtig geil, in Verbindung mit Tonnen, Zentner, Milliarden, fachweise Waffen aus allen Richtungen. Also es ist die ja, PvP-Mod für DayZ, wenn man so will. Also jeder, der Overpoch als PvE spielt, also sprich Player vs. Environment, also nur gegen die Zombies und gegen die NPCs, da läuft was falsch. Also ganz ehrlich, Leute, ich kann ein Spiel, in dem ich mit einem 50-Kaliber gepanzerten Fahrzeug durch die Gegend fahre und wenn ich aussteige, habe ich meine MK-Mod dabei, die alles innerhalb von Millisekunden zersägt und ein Scharfschützengewehr, mit dem ich auf 2,5 Kilometern immer noch One-Hits verteilen kann. Das brauche ich nicht gegen Zombies. Das brauche ich, um andere Leute zu raiden. Und genau das mache ich da auch. Und das wird dann demnächst wahrscheinlich auch in Videoform hier so ein bisschen kommen. Nicht als eigene Serie, aber dazu später mehr. Ich habe mir so ein bisschen die Analytics-Daten angeguckt. Und muss ja sagen, Junge, Junge, das ist ja durch altes Live ziemlich in Schwung gekommen, das Ganze hier. Und das haben mittlerweile auch schon zwei Nachrichten habe ich bekommen. Zwei Netzwerke spitz gekriegt, die mich dann stumpf angeschrieben haben unter dem Motto, hey, hier, wir sind das und das Netzwerk und wir machen das und das und kriegst du hier, keine Ahnung, besseren Support und weiß ja geier was. Und da denke ich mir einfach nur, okay, ich mache die Kiste jetzt hier seit knapp 2 Jahren und bin bisher auch ohne Support ziemlich gut klargekommen. Also tatsächlich, außer den Leuten, die mit mir zusammen spielen, ist der Kanal hier eine One-Man-Show. Und zwar von vorne bis hinten. Und da wüsste ich jetzt nicht, wo ich Support von irgendeinem selbsternannten Marketing-Guru bräuchte, der am Ende keine Referenzen hat oder so. Also, keine Ahnung. Ich habe mich damit mal beschäftigt eine Zeit lang und bin zu dem Schluss gekommen, dass diese ganzen Netzwerke meiner persönlichen Ansicht nach reine Abzocke sind. Also mehr ist es nicht. Es gibt eigentlich alles, was man zum Video produzieren braucht, im Internet. Und ich will damit jetzt nicht darauf hinaus, dass ich illegale Sachen nutze oder sowas, das auf gar keinen Fall. Aber zum Beispiel, was die Musik betrifft, hat man Quellen. Da kann man entweder auf verschiedene Plattformen zurückgreifen, die die Musik quasi kostenlos oder unter der Common License vertreiben, oder man kann sich an die Interpreten selbst wenden und nachfragen. Und ich meine, wenn man da jetzt nicht gerade sich an, was weiß ich, Beyoncé wendet oder Metallica, dann
sind die Interpreten zumindest nach meiner Erfahrung immer ziemlich happy darüber, dass man sich mit ihnen in Verbindung setzt und geben einem in der Regel auch Erlaubnisse, die Erlaubnis, die Musik zu verwenden. Hatte ich noch nie ein Problem bisher. Und da waren schon einige namhafte Interpreten mit dabei, die beispielsweise auch verschiedene Musikstücke für Fernsehspots und so weiter komponiert haben, beziehungsweise den Fernsehspot-Erstellern zur Verfügung gestellt haben. Also dementsprechend ist das nicht nur irgendein unbekannter Krempel. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Ich persönlich finde es Schwachsinn, genauso wie ich es Schwachsinn finde, wenn man mit, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 600 Abonnenten seine Videos monetarisiert und seinen paar Zuschauern, die man hat, damit auf den Sack geht, dass irgendwelche Werbeeinblendungen geschaltet werden. Kann ich nicht ab, mache ich nicht und werdet ihr bei mir bis auf Weiteres nicht sehen, weil wenn ich sowas mal mache, dann soll sich das auch richtig lohnen und ich denke mir einfach bei den paar Zuschauern, die ich aktuell habe, würde ich damit wahrscheinlich mehr Leute vergraulen, als dass ich tatsächlich einen Gewinn davon tragen könnte und mein Gott, wenn das 20, 30 Euro im Monat sind, auf die kann ich verzichten, also das ist lächerlich, aber na gut, jedem das seine, mir das meiste. Dementsprechend geht das jetzt hier auch in der Reihe weiter. Insbesondere die Analytics-Seite von dem F18-Video ist mir sehr ins Auge gestochen, weil da die Zuschauerschaft quer über die Welt verteilt ist. Und ja, ich fand das sehr schön anzusehen, dass da ein breites Publikum bedient wird, die auch tatsächlich mit die meiste durchschnittliche Viewtime haben. Also sprich pro User die Zeit, die geguckt wird. Und das fand ich sehr schön. Natürlich sind die anderen Videos auch mittlerweile recht gut besucht. Dafür ein riesengroßes Dankeschön an jeden, der mich hier verfolgt und meine Videos, auch die älteren Videos noch anguckt. Das finde ich wirklich toll. Also das macht richtig Spaß. Was in Zukunft kommt, auf jeden Fall altes Live weiterhin, definitiv. Solange ich da noch Spaß dran habe. Daisy Overpoch, wie gesagt, werde ich auch mal ein bisschen was machen, ob das eine Series wird oder nicht. Weiß ich noch nicht so richtig, weil das kommt darauf an, ob ich genügend Inhalt zusammenkriege. Und das ist die Frage an euch, was wollt ihr eventuell, also jeder, der es bis hierhin durchgehalten hat, mein Geschwafel anzuhören, der hat vielleicht auch den ein oder anderen Wunsch in Richtung irgendwas. Soll ich mehr in Richtung der Cinematic-Schiene fahren? Ich habe da schon so ein, zwei Ideen, die ich machen könnte, wobei diese Cinematic-Sachen wirklich absolut zeitraubend sind. Also es ist wirklich so schweineaufwendig, diese Dinger zu machen. Das ist unglaublich. Ich habe an dem F18-Video insgesamt mit allem Pipapo knapp 60 Stunden gesessen. Oder vielleicht ein bisschen drüber, keine Ahnung, mit allem drum und dran. War das auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr lange Phase. Aber es macht Spaß und das Resultat verblüfft mich persönlich immer auch immer wieder. Also ich gucke mir das Video selber auch gerne hier und da nochmal an. Und was hättet ihr gern? Habt ihr irgendwelche Ideen oder was würdet ihr vielleicht gerne sehen, was ich machen soll? Hinterlasst mir das mal in den Kommentaren irgendwie. Und ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, ich wünsche euch ein paar schöne warme Tage. Die werde ich mir auf jeden Fall machen. Und wir sehen uns im nächsten Video.